Herzlich willkommen zurück zur GTA 4. Jawohl, mein Name ist Kabur und wir sollen wieder zurück. Weiß der jetzt, was der möchte? Weil der Typ ist so langsam. What are you waiting for? Hit it! Let's go! All friends now? Nice. You best hope you made a good first impression on Nico, boys. He's gonna be the one looking out for you during this meet. Well, he's being paid to look out for me, so saving you guys' asses would be overtime. That's just if the shit goes down, right, boss? The Bavados wouldn't fuck with you. Wake up, you fucking mook. Everybody's trying to fuck everybody. We're just hoping they got the manners to smile to our faces before they do it. You giving them a nice little offering, though, Skip. They ain't gonna turn up their noses at that. God, give me strength. It's like I'm dealing with children here. No wonder I ain't on a commission when my muscle is this stupid. If the Pavanos is a Liberty City family, what are they doing coming out to Alderney for this meet? I let them operate out here from time to time. The Pavanos work a little shy business on this side of the West River. They also control a few bookies. I don't mind them taking a bite. I don't even make them give me a taste. Hopefully, they're gonna respect that when it comes time to asking them for a favor. You can't be too confident if you've got me here. Your insurance. I'm the captain of this ship because I look at every possibility. Check to make sure my ass is covered in each situation. I think about what's gonna happen if this guy screws me, if this one turns states, and so on. That's why you're the boss, boss. Shut up! Jesus, you're worse than my mother. Anyways, that's why Ray ain't ever gonna make it to the level he wants to reach. He's too busy thinking about himself. That diamond fuck-up is case in point. I'm like a fucking chess player. You're covering me for six moves ahead when me and the Pavanos is just putting our first pawns out there on a checkerboard. I like what you did there, Skip. Real clever. Can you do me a favor? Can you just shoot yourself to save me the trouble of doing it? Can you, Marco? Jesus! Der Typ ist einfach gut, den mag ich. Das soll auf jeden Fall ein BMW darstellen. Give him the rifle, Marco! You expect him to start throwing empty cans from there if this thing kicks off? No way, Skip. Here you go. Ah. Nico, go up into that building. There should be a spot where you can see over to me. Don't start shooting unless they attack us. I don't want this thing screwing up for no good reason. Wenn ich das Ding grundlos in die Hose geht, Mama. Ja. Da geht's so. Oh, halt. Ich häng fest. So. Jetzt aber hier hoch. Treppensteigen. Warum gibt es ja eigentlich nie Lift? Hä? Warum gibt es ja einfach keinen Fahrstuhl in diesem Spiel? Na, da haben wir doch unser Versteck. Na. Treten wir die alle so richtig derbe in den Arsch? Ja. Bewache. Ja. Okay, zwei Leute haben wir. Der hat eine Waffe in der Hand. Komm runter. Komm, lauf, mein Freund.
before we blow your brains out. Du siehst jetzt aus wie ein Schweizer Käse, mein Freund. Scheiße, Leute. Ja, das... Scheiße. Ich weiß auch nicht, ob ich hätte nicht da oben drauf bleiben sollen. Bin ich nämlich gerade so ein bisschen am Überlegen. Ich glaube, das wäre besser gewesen, oder? Ich weiß es gerade echt nicht. Ja, jetzt haben wir natürlich auch keine Weste. Okay, jetzt müssen wir nochmal fahren. Okay. Jetzt müssen wir auf den alten Mann wieder warten. Na, beweg dich doch. Ja, ich glaube, ich werde ganz kurz cutten. Und wenn ich wieder da bin, dann sage ich, schalte ich wieder ein. Bis gleich. So Leute, ich müsste kurz bevor wieder da sein. Ihr seht, ich habe jetzt eine schusssichere Weste noch gekauft. Einfach während der Mission bin ich da rumgefahren. Er hat mich zwar angeschrieben, steig wieder ein. Aber mir war es scheißegal, ich bin da einfach hingegurkt und habe gerade eine schusssichere Weste noch geholt. So, wir sind nämlich jetzt da. Und ich glaube, diese kurzen Cuts sind ja auch nicht ganz so wild. Es ist besser, als die Fahrt sich nochmal anzuschauen. Meiner Meinung nach. So. Give him the rifle, Marco. You expect him to start throwing empty cans from there if this thing kicks off? No way, Skip. Here you go. Bin nur gespannt, ob ich wirklich da oben bleiben kann. Go up into that building. There should be a spot where you can see over to me. Don't start shooting unless they attack us. I don't want this thing screwed up for no good reason. Und wir müssen auf jeden Fall diesmal auf den hinteren aufpassen, der letztes Mal von hinten gekommen ist. Nicht da jetzt wieder die Waffe? Oh ja. Das nehmen wir uns natürlich wieder mit. Ja. Wer weiß, wofür das wir gebrauchen können. Und jetzt werde ich mich da oben jetzt erstmal umgucken, ob wir da nicht von mehreren Positionen schießen können. So. Ja, ich lasse mich ja diesmal nicht hier wieder so überrumpeln. Wir könnten von hier nichts ausrichten. Okay, also wir können nur von da schießen. So, und wenn wir von da schießen, haben wir gar nicht so einen Mega-Überblick, ne? Also vielleicht war es gar nicht schlecht, dass wir runtergelaufen sind. Aber ohne schusssichere Weste war es natürlich schon sehr scheiße. Mir juckt der Kopf. Was das wohl ist? Das ist die Syphilis. So. Ansetzen, reinzoomen und da hinten müssen wir hingucken. Weil das war der Parkpenner, der uns letztes Mal die beiden Leute da down gemacht hat. Was? Das Treffen wurde aufgelöst. Lol, der hat doch zuerst geschossen. Och man, Leute. Das kann doch jetzt so ein Scherz sein, oder? Dass das jetzt gerade sowas von hinten nach hinten losgegangen ist. Nur weil... Jetzt drücke ich das nicht weg. Nur weil ich geschossen habe, ab wo ich den gesehen habe. Jetzt steig doch ein, du alter Mann, oder muss ich dir das Auto noch vor die Tür fahren? Hä? Mein Gott, hast du dir erst noch gerade deine Frau? What are you waiting for? Hit it. Let's go. Also schlussendlich am besten brauchen wir diese Runde nicht holen. Nur jetzt drücke ich das gerade nicht weg. Ja. Ich hätte gedacht. Let's just listen to some
Es wäre völlig in Ordnung gewesen, zu schießen, da ich den Typen gesehen habe und habe dann gleich abgedrückt. Ja. Hättet ihr es nicht genauso gemacht? Also ich schon. Habt ihr ja gesehen. Okay, also ich muss wieder ein bisschen warten, bis die Parkpenner das Schießen anfangen. Kann es eigentlich in GTA auch mal so einen Deal geben, so als, ja, du bist so mittendrin und du denkst, ja, jeder Deal ist sowieso Ballerei und dann kommt so ein Deal und du hast gar nichts. Kommt man sich dann nicht verarscht vor in dem Spiel? Also ich würde mir jetzt, wenn dieser Deal jetzt sauber über die Bühne gegangen wäre und wir wären ganz normal, hätten ihn weggebracht etc., dann wäre ich mir schon ziemlich verarscht vorgekommen auf einmal in dem Spiel. Ich glaube, sowas fehlt manchmal noch. Faster? Du willst noch schneller fahren? Ich glaube, alter Mann, das wirst du nicht so toll finden. Dann wirst du mir nachher hier noch in die gefälschten BMW kotzen. Ja, wir fahren über den Bürgersteig, weil es schön ist und weil ich es kann. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es jetzt diesmal geschissen kriege. Give him the rifle, Marco. You expect him to start throwing empty cans from there if this thing kicks off? Ja, ich habe schon ein paar Schuss. 27 hatten wir noch. Jetzt bin ich gespannt, ob wir ein bisschen mehr denn haben. Ja, das kennen wir jetzt. Weg. Halt jetzt die Schnauze. Na, 40. 50 in dem Sinne. Wir sammeln wieder das Gewehr ein. Oh, jetzt ist es nicht da. Die alten Säcke. Okay. Hakengas. So, konzentrieren. Na, die müssen schießen, dann fangen wir das Ballern an. Ich nehme auf jeden Fall erst den Typen von hinten. Okay. Das hätten wir. Jetzt wechseln wir auf die M4. Komm, lauf doch schneller, Junge. Oh, dass der jede Stufe nimmt, Mann. Ab geht's. Action. So. Friss die. Oh,
So, der kriegt auch eine HE in die Fresse. Okay, da hat mich schließlich ihre Weste gegeben. Komm, alter Mann! If the rest of the commission knew they did this, I'm sure the whole city will be up in arms. The motherfuckers trying to whack me at a sit down. They're trying to make off with my tribute. The fucking nerve! We're gonna ice those fucks, Nico. All right, let's get these slime ball bastards. People like that give Italians a bad name. Whatever happened to the honored society and all that shit? Can't say I know. They didn't even send a fucking capo. This is a declaration of war. The Pagarinos and the Favanos are hitting the mattresses. You heard it here first. I saw it through the scope on that rifle. We're gonna get that gift back and make this crew pay for their disrespect. Come on. So, jetzt halt mal die Schnauze, alter Mann, ja? Wie soll man sich denn hier konzentrieren, wenn du nur quasselst? Redest mir ja Rhabarberohren an den Kopf. Oh, da war gerade ein Stapel, habt ihr das gesehen? So, den haben wir die Reifen kaputt geschossen. Jetzt sag nicht, wir sollen alles nochmal von vorne machen. Too bad that gift got destroyed, Mr. Pegorino. I'm sure it was real nice. Maybe you can pick up another one on craplist.net. Don't worry about it. Don't worry about that cousin of yours. He won't be in no danger sleeping in your Algonquin pad by yourself. Oh, droht mir. Jetzt müssen wir die ganze Scheiße wieder von vorne machen, oder was? Och man, Leute. Ich will doch einfach nur ballern. Wofür mache ich denn dieses Spiel? Oh Mann, ey. Oh. Ja, wir hören uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder zurück. Jawohl, ich habe jetzt die ganze Schießerei nochmal gemacht. Habe eben gerade es nochmal probiert. Also darf vor diesem Versuch jetzt. Ich hoffe, dass dieser jetzt klappt. Ich darf den Typen auch nicht abschießen. Ja. Ich weiß jetzt, wo der Unfall passiert. Der passiert gleich. Da hinten. Ja, da können sie dann nicht mehr weiterfahren. Aber ich darf den einen Typen nicht erschießen, weil dann kriege ich ja angeblich von ihm das Geschenk nicht wieder. Wollen die mich eigentlich verarschen im Spiel? So, jetzt hier ein bisschen vorsichtig Gas machen. So, jetzt können wir hier ein bisschen aufholen auf den Parkpenner. So, jetzt schießen wir hier mal so ein bisschen drauf. Dann haben wir nämlich einen erledigt aus dem Auto schon mal. So, jetzt springen wir hier rüber. Sehr schön. Da, dass ich den Reifen zerstört, das mögen wir natürlich sehr. Da kommt der Gabelstapler angedüst. So, und jetzt jumpen wir mal hier rüber. Oh, die Kante ist nicht gut. So, und hier steigen sie jetzt alle aus. So, wo ist jetzt der Arsch hin? Eine Etage höher. Naja, auf dieser Etage ist er irgendwo.
Da hinten läuft er. Ich will irgendwie die Klamotten daraus haben, aber ich darf ihn nicht abschießen. Lass mal den mal weiterlaufen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Irgendwie funktioniert es ja nicht. Es läuft ja hier die ganze Zeit im Kreis, oder was? Keine Ahnung, Leute. Echt nicht. Okay, jetzt dürfen wir wieder einstecken. Also... keine Ahnung. Also davor die Runde, wenn ich den umgebracht habe, hieß es tot. Also das Spiel beendet in dem Sinne. Ja. Keine Ahnung. Jetzt auf einmal funktioniert's. Ich habe keine Ahnung, Leute. Das hat mich gerade jetzt gerade so ein bisschen verwirrt. Aber egal. Ja, wir haben es jetzt geschafft und ich sage damit vielen Dank für. You're a good earner, Nico. Take me back to my place. Ja, wir bringen den kleinen Mann nach Hause. Ich glaube, das machen wir hier in der Folge noch. Ja. Was gibt es hier zu... ah, wir hören den zu. The Pegorino name should mean something to them. It means something in Alderney. Even if it don't in Algonquin. They better not think of crossing that West River and not looking over their shoulders. Too bad about Marco and Pete. Marco and Pete? Oh yeah. Those guys didn't make it, did they? Well, too fucking bad. They knew what they were signed on for. Weren't complaining on the way out, were they? No, they weren't. Happy to be on board with the skipper. Yeah, well, they seemed like good kids. Ah, these kids come and go. It ain't worth paying attention to them until they prove they can survive. I just move on and hire some wannabe wise guys off the street. It's that simple? Has to be. I only start paying attention to my crew when they start putting me in an awkward position, either because they know too much in my rat or because they got too much power and they're too smart to get themselves clipped. Ray was nothing to me until he started earning big and sticking his nose in places it didn't belong. Rats seem to get everywhere you don't want them to be. The only way you know is by finding their shit all over the place in the morning. Phil's different. He's been my man for a while. I mean, how much can I do with a guy who ain't a full Italian? He's 90% Irish. It don't do too well for the reputation of us Pegorinos, having St. Patrick that high up in our organization. You see the respect we're getting out on the street? Jesus! Also ist schon sehr übel, diese Aufgabe gewesen. Er will jemandem nur ein Geschenk geben und dann soll er umgebracht werden. Aber gut, das ist halt dieses Mafia-Geschäft. Aber was ich nicht verstehe, dass es vorhin einmal diesen Typen da... naja, keine Ahnung. Vielleicht schneide ich ja die Szene rein, dass ich dem umgebracht habe, alle da im Auto und dann war's das. Keine Ahnung, bei der anderen Zeile, die ihr dann vielleicht ja gesehen habt, habe ich ja das Auto in die Luft gesprengt. Dadurch wurde das Geschenk zerstört. Ist ja okay, das, aber das andere, verstehe ich nicht. Naja, vielleicht ein kleiner Bug. Ist ja auch nicht so wild. So, wehe, mein Auto steht hier nicht mehr. Alter, wollen die mich verarschen? You did good, kid. Kept your head when everyone else was losing theirs. Sometimes literally. We're gonna need your skills again soon. Arrivederci. Ja, leg dich hin, mein Freund. Und wehe, mein Auto ist nicht da. Mein Auto ist echt nicht da, Leute. Das kann doch nur ein Scherz sein. Ja, ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten bei GTA. Bis zur nächsten Runde. Tschüss.